So, hallöchen, meine lieben Leute. Und ja, nach längerer Zeit mal wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Yu-Gi-Oh! Master Duel Video vom Kanal. Wie ihr seht, bin ich wieder zurück aus Silber 5. Ich habe nämlich eine ganze Zeit nicht gespielt. Und wie ihr seht, noch 2 Tage im Duel Pass. Und ja, ich habe noch 2 Tage Zeit, um meinen Moki Moki hier zu kriegen. Den habe ich tatsächlich verpennt zu kriegen. Gott sei Dank sind noch 2 Tage Zeit, den einsacken zu können. Denn den hätte ich sehr gerne und das habe ich beinahe hier verpasst. Aber generell, wie gesagt, ich habe ein bisschen länger nicht gespielt. Und es gibt einige Neuigkeiten, würde ich sagen. Ich wurde gerade schon begrüßt mit, es gibt neue Accessoires oder neue Karten, neue Accessoires, neues alles mögliche. Ich würde sagen, wir gucken uns das einmal kurz alles an. Und danach würde ich sagen, machen wir noch einen kurz. Ich habe ja auch gerade schon drauf geklickt. Ihr seht auch nur darauf hier bis jetzt. Maintenance gibt es hier noch was Neues. Nee, das ist schon alt. Alter Käse ist das hier, hör mal. Und dann haben wir noch ein neues Solo-Gate. Da gibt es hier neues Worshippers of a Sacred Phoenix. Neptis, ich glaube Neptis-Karten sind nicht so stark. Das interessiert mich jetzt nicht so dermaßen. Ist auf jeden Fall neuer Singleplayer-Content. New Accessoires added anscheinend schon vor allem am 10. Juni, also meinem Geburtstag. Was literally vorgestern war, glaube ich. All New Infinite and Permanent Set. Okay, okay. Ja, wir sehen uns das gleich mal alles an. Ihr seht, es gibt ein neues Festival, es gibt alles mögliche neue. Und ich würde sagen, ich starte mal direkt rein, direkt durch. Mit folgendem. Wir fangen an mit dem Shop. So, Normal Packs, Valiant Wings, das ist ein neues Pack. Da fangen wir erstmal mit an. Cards Include, was haben wir Schönes? Borrow Code Dragon, Borrow Load Dragon, okay, Exo Sister, Master Flare, Hyperion, okay. Ist jetzt nichts dabei. Oh, magische Zylinder, das sieht man natürlich gerne. Ist ein absoluter Klassiker, diese Karte. Ist natürlich nicht allzu stark, aber es ist einfach ein Klassiker. Und diese Karte ist schon irgendwo swingy und wenn der Gegner nicht erwartet, dass man die Karte im Deck runnt, kann man damit schon mal Duell gewinnen. Durchaus, okay, interessant. Ist aber jetzt nicht so die mega krasse Karte, würde ich sagen. Bonus-Packs, irgendwas Neues, nur Legacy-Packs, okay. Structure-Decks, gibt es hier was Neues? Nein, nur das Cybernetic-Pack hier, Structure-Deck, was ich eh schon habe. Und natürlich auch sehr feiere. Es gibt keine neuen Mates. Wieso, liebe Leute bei Konami, wieso? Es gibt aber anscheinend ein neues Dual-Field, The Desolate Temple. Das sieht natürlich ganz cool aus, muss ich sagen. Kann man schon mal mitnehmen, aber werde ich es nicht. Ich mag mein Volcano-Feld nach wie vor sehr gerne, deswegen... I'm gonna pass on that one. True King of All Calamities, das ist doch bestimmt hier. Ja, genau. Den gibt es hier als Icon. Okay, das sind die neuen Accessories. Ich hatte jetzt gehofft, es gibt irgendwas richtig Cooles Neues, aber leider nicht. Aber es gibt was Neues Special-mäßiges, was ich mir wahrscheinlich auch direkt kaufen werde, weil in der Regel sind die Bundles extrem gut. Ein Imperm-Pack. At least one SR guaranteed und wir kriegen Imperm. Also oder eine weitere Copy von Imperm. Ich würde sagen, das ist ein zu gutes Angebot, um hier zu passen. Das nehmen wir jetzt einfach mal live on camera hier direkt mal mit, würde ich sagen, weil warum nicht. Ja, das kaufe ich jetzt einfach mal live on camera. Werden wir direkt einsacken. Das ist einfach zu Value. Eine UR, 4 SRs, glaube ich, und Imper. Ja, das wird eingesagt, ne, würde ich sagen. Zugriff. Das wird hier, darauf greifen wir direkt mal zu. Und das wird, Jet Warrior, die Karte sieht ganz cool aus. Direkt hier in Shiny Holo Supidupi. Look. Blockout-Karten. Ich würde sagen, wir fangen mal kurz an mit einem kleinen Karten-Opening anscheinend. Karten-Unboxing. Pack-Opening. Was gar nicht so geplant war, aber warum nicht? Ne, also. Wieso nicht? Ja. Ist immer ganz nett, dass wir hier ein kleines Karten-Pack-Opening-Video hier mit integrieren, das heutige Video. Einfach nur, weil es ist billig, es lohnt sich und ich habe... die Karte finde ich cool. Ich bin ja großer Fan von Gitarren, also E-Gitarren vor allem. Symphonic Warrior Guitar mit 2 A. Warum nicht? Eine coole Karte. Gefällt mir. Die SR auf jeden Fall schon mal, die ich da gerade einsacken durfte. Die gefällt mir durchaus, Konami. Was mir übrigens auch gefallen würde, wäre, wenn ihr mir ein Abo da lassen würdet. Normalerweise kommt hier... Ancient Gear, okay, cool. Normalerweise kommt hier häufiger... Master Duel Content und generell häufiger und regelmäßiger Content vom Kanal. In den letzten Tagen ist es ein bisschen und auch in den folgenden paar Tagen, wird es ein bisschen sporadischer sein, einfach nur weil ich aktuell ein bisschen IRL-mäßig Stuff zu tun habe. Oh wow! SR und UR im Naturia Stinkbug. Naturia Karten finde ich auch super. Finde ich sehr schön, dass wir hier eine Naturia Karte gezogen haben. Oh, noch eine extra SR. Gradle Eagle, okay, cool. Und was haben wir noch? Golden Castle of Stromberg. Ich muss sagen, es gibt bessere URs, aber wir nehmen sie mal mit. Also, es gibt durchaus bessere URs, die ich mir jetzt hier hätte wünschen können. Aber ja, lasst mir gerne ein Abo da, falls ihr es nicht getan habt. Und ihr mein Content feiern solltet, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr das tun könntet. Denn das würde mich sehr unterstützen. Und mir auch wirklich sehr helfen, Bacon Saver hier, den Speckretter. Fairy King Alpwürdig. Okay. Mardel, Gene Raider, Boss of Light. Okay, Gene Raider Karten sind jetzt nicht so meine Karten, aber sure. Oh, die ist actually extrem gut. Ich glaube, die habe ich sogar schon einmal. Jetzt habe ich sie sogar zweimal. Number F-Zero, Utopic, Draco Future. Ist actually eine extrem gute Karte. Ein Stern. Und aber hat keine Sterne auf dem Card Artwork. Sehr interessant. aber ja, es ist eine super Karte. Freut mich, dass ich die gerade gepult habe. Das freut mich wirklich sehr. Es ist actually eine nützliche Karte, die man in manchen Decks schon mal runnen kann. Dann haben wir hier noch folgendes Schönes. Evil Hero Malicious Edge, Laser Q-Lip. Und wir haben außerdem noch Sea Monster of Thesis. Ich glaube, die Karte wurde eine Zeit lang sogar in irgendwelchen Decks gerunnt. Warum auch immer. Ich meine, die Karte war gar nicht mal so schlecht. Aber ich kann mich gerade erinnern, in irgendwelchen Aqua-Wasser-Decks, wie auch immer.
Glaube ich zumindest. Black Garden kann man, glaube ich, auch in irgendeinem Deck runnen, eventuell. Und wir kriegen die ganzen Gitarrenkarten heute hier. Symphonic Warrior Basses. Okay, es ist keine Gitarrenkarte, aber es ist eine Musikkarte. Finde ich auch nice, die Karte. Das ist halt eine Basskarte. Aber mal sehen, was wir jetzt noch schönes pullen hier. Triamidenjäger und das wäre soweit okay. Hier vielleicht noch was Nettes. Irgendwas Nettes, irgendwas Schönes. Oder was das mit den SR und UR Pulse jetzt schon? Nirvana High Paladin, Yang Sing Path, Naturia Mantis, sehr schön, noch eine Naturia-Karte. Immer gerne gesehen. Auch ein Naturia-Deck ist in Planung, eventuell irgendwann mal gebastelt zu werden. Also noch habe ich keinen konkreten Plan dafür, aber irgendwann mal vielleicht. Mal schauen. Und Crop Circles, das sieht natürlich ganz cool aus. Venom Snake ist auch ganz nett. Ich muss sagen, die Karte ist sehr nice für Melfi-Decks. Das ist eine nice Karte. Melfi-Deck ist auch ein Deck, was mich potenziell, ein Melfi-Deck würde mich auch noch ansprechen potenziell. Venom Snake finde ich optisch auch sehr cool irgendwie. Werde ich wahrscheinlich nie spielen, diese Karte, aber sieht optisch einfach nice aus, weiß nicht. Und Alien Ammonit, okay, cool. Alien-Karten sind, glaube ich, echt Trash, aber, also leider. Aber schön, die zu haben. Und Imperm natürlich, sehr schön. Da ist unsere Imperm-Copy. Soweit so gut, das ist, glaube ich, alles, was wir jetzt hier im Shop aktuell Schönes haben. Ja, das dürfte soweit sein. Dann würde ich sagen, machen wir doch direkt mal weiter mit folgendem. Mit dem Duellmodus, denn da haben wir ein neues Event, das diesen Monat kommt. Wie viel ich hier dieses Event spielen werde, kommt jetzt natürlich auf die Rewards an. Denn eigentlich war mein Plan, das wollte ich gerade schon ankündigt haben, eigentlich war mein Plan, vielleicht diese Season oder spätestens nächste Season mal den neuen Top-Rank zu erreichen. Ich war bis jetzt nämlich nur Diamond, nur Platin. Ist das Platin? Der höchste Rank, bevor halt der neue Höchstrank eingefügt wurde. Den neuen Höchstrank habe ich halt noch nicht erreicht. Das ist natürlich, das muss ich mir, glaube ich, leider, die Shard of Greed, die muss ich mir natürlich leider einverleiben, glaube ich. Die würde ich natürlich ganz gerne haben. Wobei ich sagen muss, der Pot of Greed, der im Duel Pass drin war im letzten, der ist natürlich viel cooler als einfach nur eine einzelne Scherbe. Und Limit One Festival. Ja, bis hierhin werde ich wahrscheinlich nicht spielen. Ich habe tatsächlich den Titel ja vom Fusion Festival, habe ich mir ja natürlich einverleibt. eigentlich hätte ich gesagt, das mache ich auch nicht. Aber dann habe ich mir den doch erspielt. Aber die Shard of Greed natürlich, den Mate, den werde ich mir dann wahrscheinlich erspielen müssen. Aber gut, ja. Kommen wir zu dem, was ich heute eigentlich machen wollte. Nämlich, eigentlich wollte ich mich nur einmal schnell duellieren, ein, zwei Duelle aufnehmen heute. Mit meinem White Man Deck natürlich. Auf Silver jetzt nur noch, weil ich bin nur noch Silver. Aber ja, kommen wir dazu, würde ich sagen, als nächstes. Ich glaube, wir haben uns alles neu angeguckt. Accessoires haben wir uns angeguckt. Das neue Kartenpack haben wir sogar live geunboxed quasi. Und die Rewards vom neuen Event. Shard of Greed sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Das haben wir uns auch alles angeguckt. Ja, würde ich sagen, nehmen wir los mit den Duellen hier. Ich meine, jetzt kann ich eh nicht mehr rausgehen aus dem Duell-Screen. Jürgen Second, okay, das macht Sinn. Dass ich jetzt hier als Zweiter spielen darf, soll, wie auch immer. Ich habe ja gelesen, dass es jetzt so neue Bots hier geben soll. Mal sehen, ob das die einer von diesen Bots ist. Die dann hingehen und einfach sagen so, yo, ich mache einfach mal gar nichts und chill mir meine Basis und lass dich einfach mal warten. Und gewinnt man, indem man einfach nichts macht und einfach wartet, dass der Gegner mit seinem Nichtsmachen fertig ist. Aber das hier scheint mir ein echter Spieler zu sein. Ja, Maxi werde ich jetzt natürlich nicht triggern. Irgendwie eine questionable Hand. Jetzt ist es definitiv eine questionable Hand. Ja, wie spielt man das jetzt? Wir setzen das hier. Und dann spielen wir das hier. Vielleicht. Oh, ich mag diese Hand nicht. Ah, das ist ein absoluter Brick. Wisst ihr was? Wir schicken einfach alle drei und dann passt das. Und dann geht's ab dafür. Und ziehen hoffentlich jetzt irgendwas Vernünftiges. Damit lässt sich tatsächlich arbeiten, würde ich sagen. Fangen wir an mit dem Uni-Zombie. Ja, Uni-Zombie, klar. Fangen wir mit einem Uni-Zombie. Und jetzt möchte ich doch ganz gerne meinen Uni-Zombie hochleveln. Und dann würde ich gerne einmal einen Whitebait. Ich bin ein bisschen rusty. Ich glaube, Whitebaking wollen wir senden, ne? Genau. Ich habe das so lange nicht mehr gespielt, dieses Deck. Weil ich generell einfach Yu-Gi-Oh! Jetzt, also Yu-Gi-Oh! Master Duel und generell auch Yu-Gi-Oh! Jetzt ein paar Tage nicht gespielt habe. Ich bin ein bisschen rusty. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Wir wollen natürlich einen White Prince. Die Combo weiß ich noch. Ich muss nur gerade überlegen, ob ich einen White Prince sende oder ob ich einen White Baking sende. Aber natürlich senden wir hier White Baking. Jetzt droppen wir unseren Prince. Palim und Palam. Wir aktivieren den Effekt von Prince. Genau. Dann dumpen wir unsere Lady aus dem Deck. Und einen Skull Servant natürlich und unsere Lady aus dem Deck und nicht aus der Hand. Das ist wichtig. Sie möchte mich gerne auf der Hand behalten. Natürlich. Solange das möglich ist. Als nächstes könnte ich Gozuki dumpen. Banish one Zombie Monster from your hand. Nee. Das machen wir mal nicht. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Das machen wir vielleicht doch.
Dann vielleicht. Was dump ich denn jetzt hier Schönes? Dumpen wir noch eine Lady? Oder dumpen wir Gozuki? Ich glaube, wir dumpen tatsächlich Gozuki. Das war eigentlich nicht mein Plan. Das war gerade ein Missplay. Doch, das war ein akzeptabler Play, actually. Das war ein akzeptabler Play, denn jetzt gehen wir hin und wir banishen unser White Baking. Es war eigentlich ein Missplay, aber man kann es natürlich auch spielen. Man kann es auch so spielen, wie ich es gerade gespielt habe. So, dann haben wir unsere Lady schon mal gesetupt, I guess. War jetzt nicht so wirklich mein Plan, aber sure. Question mark. Ja, gut. Man kann es spielen, man kann es auch nicht spielen. Ja. Lassen wir das mal so stehen. Holen wir jetzt noch eine Lady. Wir holen uns jetzt noch eine Lady und linken die dann off. Die eine Lady, die wir schon haben oder so. Ich habe gerade so böse. Also dieser Missplay mit Gozuki hat mich gerade so ein Zeck geschmissen. Wir können jetzt halt linken, ne? Also wir können jetzt hier. Was linken, wenn jetzt hier schön ist? Wir bräuchten Liefel, bitte. Einmal Liefel zum Mitnehmen. Kriege ich Liefel aufs Brett irgendwie hier? Ja. Ich glaube nicht. Wir nehmen Linkoribo mit. Nehmen wir Linkoribo. Ne, wisst ihr was? Wir lassen das sein. Wir haben zwei Ladies auf dem Feld. Good enough for me. Wir beten jetzt, dass das hier weniger als 1300 Dev ist, bitte. Ist es wahrscheinlich nicht. Ich hasse mein Leben. Und dann demolischen wir jetzt hier sein Do-Do-Do, Go-Go-Go, Yes-Yes. Und wenn er jetzt irgendwas Specials haben, dann poppe ich noch Maxi, aber tut er nicht. Okay, cool. Ja, das war jetzt 10 auf 10 Zuki an der Stelle. Absolut so geplant, dass das Ganze jetzt so abläuft. Ja, also ich habe bestimmt nicht gemissplayed, weil ich gerade dieses Deck, wie gesagt, jetzt zwei Wochen nicht gespielt habe oder eine Woche nicht gespielt habe. Es sind eher zwei Wochen, glaube ich, so. Ich hab schon, ja, ein oder zwei Wochen halt, habe ich Master Duel jetzt actually einfach gar nicht mehr angefasst. Einfach nur, weil ich hatte anderen Kram zu tun, hatte auch jetzt nicht ultra Lust, nachdem ich das Event so reingegrindet hatte, das letzte. Da hatte ich einfach nicht mehr so mega Lust, jetzt noch viel Master Duel zu spielen, einfach in den letzten Tagen. Da haben wir den Luster Dragon, okay. Mein Gegner spielt nicht so ein krasses Deck, also, ja. Nein, der Gegner spielt einfach irgendwas. Also das werden wir gewinnen, das Duell. Das wird ein ziemlich sicherer Win, trotz dem dicken Missplay. Das wird sich nur ein bisschen länger ziehen hin, jetzt halt, aber es wird ziemlich sicher ein Win. Kommt noch was, oder? Na, okay, ja, gut. Okay, bitte noch einen Uni-Zombie zum Mitnehmen. Mit Pommes und Mayo auch. Okay, oder so. Das geht auch, natürlich. Das ist ein Win, glaube ich. Das dürfte dann wohl der Win sein. Ich spiele jetzt hier Maximum Risk, einfach nur, weil ich davon ausgehe, dass er eh nichts hat. Ja, wir spielen jetzt hier Maximum Risk. Und gewinnen dafür aber das Duell dann wahrscheinlich. Sei nicht in Handtrap. Aber damit haben wir das Duell so eben gewonnen. Oh, also ich habe den jetzt hier übrigens nur beschwört, für die von euch gefragt, wieso hast du Evans oder Sylvia beschwört, den brauchst du doch gar nicht, richtig, aber dadurch kriege ich jetzt 2000 ATK, weil meine beiden Ladies jetzt im Graveyard liegen, auf meinen beiden Kings, und damit haben wir jetzt hier Game-Umfeld. So sieht es nämlich aus, the return of the one true king of the Skull Servants. Der drückt dir jetzt die dicken 6000 ins Gesicht und damit verlierst du, mein Freund, mein lieber Harrison. Es tut mir sehr leid, aber ich bin jetzt halt wieder Silber-Elo, oder was heißt Elo, also Silber-Rank. Es tut mir wirklich leid, dass ich dem jetzt hier gerade. Wobei, das Deck ist eh auch nicht so stark. So richtig leid tun es mir nicht, weil das White-Mare-Deck ist wirklich jetzt nicht das stärkste Deck. Wir machen nur ein zweites Duell. Habe ich es gerade schon beschlossen. Wir machen zwei Duelle heute. Bisschen Unboxing, bisschen Duelle. Bisschen Gelaber. Bisschen was an News. Win and you will gain rank. Ja, also wie gesagt, es tut mir leid, dass ich jetzt hier wieder die armen Silbergegner demolische. Ich will auch gar nicht smurfen. Ja, das ist nicht meine Absicht. Ich spiele einfach zu wenig teilweise dann. Aber so richtig leid tut es mir auch nicht, weil so stark ist mein Deck auch nicht. Wenn jetzt hier einer von den Gegnern so ein halbwegs kompetentes Deck hat, struggle ich damit teilweise noch schon, weil es ist halt kein Meta-Deck. Also für die von euch, die sich wundern, was hier für ein Deck ist, dass ich runne, übrigens hier oben rechts gerade. Wenn ich, es sei nicht vergesse, es einzufügen, hier oben rechts gerade so ein kleines I erschienen. Eine kleine Benachrichtigung, könnt ihr draufklicken, also auf der Desktop-Variante von YouTube zumindest. Da kommt ihr direkt zu meinem Deck-Guide, zu diesem Deck hier. Das ist kein Meta-Deck. Das ist so ein Off-Meta, das ist ein Rogue-Deck. Aber es ist ein ziemlich starkes Rogue-Deck, aber es ist auch nicht so mega stark. Also es ist so ziemlich stark, aber nicht mega stark. To sum this deck up, man hat teilweise endlos viele Negates, wenn man es richtig spielt, was ich vorhin übrigens auch nicht gemacht habe, wie ihr schon mitgekriegt habt. Nein, du spielst damit jetzt nicht so Krebs-Deck. Ach, vielen Dank. Ich dachte, jetzt kommen fünf Backrow-Karten hier. Dann hätte ich den Gegner gehasst. Den lieben Kings. Kings Leerzeichen anscheinend.
Das Leerzeichen des Königs. Was ist dieser? Können wir über diese Hand reden? Can we talk about this hand, please? So, okay. Also kannst du mir jetzt lieb gerne den Unizombie-Effekt hier negaten. Ist gar kein Ding. Er negiert ihn nicht. Okay, cool. Du kannst ihn gerne weiter negaten. Ich habe Performer Paul Popper-Up auf der Hand. Das ist mir dann relativ wurscht, ob du mir das negates oder nicht. Das ist no biggie, ja? Also gar kein Ding. Du kannst mir gerne alles hier negaten auf Doom des Todes. Das ist mir relativ wurscht. Wir aktivieren jetzt hier White Baking. Wir haben sogar White Map. Mein Gott, wir haben die Todes-Kombo-Kraft da. Das ist ja insane. Das ist ja insane in the Membrane hier immer. Wollen wir überhaupt einen White Prince adden? Ja, also doch, einen wollen wir adden, weil den droppen wir dann ja gleich auch. Aber, Ich hab schon gesummelt. Deswegen wird das hier dann doch der White Mare Play werden. White Prince. Und White Prince. Und Skull Servant. Und Lady in White. Und jetzt bitte. Bitte einen Schnitter. Der wird gleich noch sein blaues Wunderleben hier, ne? Der denkt sich wahrscheinlich gerade, ich und meine bösen Trap-Szenen. Dagegen kann er nichts machen. Little does he know. Ich kann dagegen sehr viel machen. Weil dieses Deck einfach furchtbar böse ist. In that regard. Und Nummer 2. Und Effekt aktivieren. Und Effekt aktivieren. Und dich und dich. Und ihr geht es in die Bandstone, actually, nicht in den Graveyard. Und dann haben wir hier den Return of the King, of a Skull Servant, um genau zu sein. Genau. Oh, du tust nichts dagegen. Das ist ein riesiger Fehler, denn jetzt kannst du nichts mehr dagegen tun. You just did a oopsie. Small little fucky wucky. jetzt ist es vorbei, mein Freund. Jetzt sind deine Backrow-Karten absolut nutzlos. Absolut nutzlos, mein Freund. Und damit habe ich das Spiel mehr oder weniger gewonnen. Wir holen uns natürlich unseren Skull Servant wieder. Ist ja klar. Palim. Und auch Palam. Und jetzt ist der Zeitpunkt zu merken, I am Chuckles, I'm in danger, mein Freund. Oh nein, anyways, Gravity Bind. Monster unter Level 3 können nicht, oder Monster über Level 3 können nicht angreifen. Oh no. Ein Stern, Level 1. Anyways. Okay. Kann ich hier garantieren, dass ich Lethal on Board kriege? Ich glaube, der Gegner gibt gerade eh schon so halb auf, weil er gerade. Ja, ja. Oh, das ist actually. Kann ich in die Battlephase gehen? Oh ja, kann ich. Oh ja, kann ich. Ich glaube, meine Skull Servant Kings sind, glaube ich, unaffected. Ich glaube, meine. I think this is gonna work. Ich glaube, das wird funktionieren. Wir setzen das hier. Wir aktivieren Popper ab. Damit ich nicht so viel Lifeband zahlen muss, einfach. Wir dumpen White Prince. Ja. Ja. Oh, Droplet. Droplet. Hello there. Hallöchen, Droplet. Das ist aber. Didn't expect seeing you here, Droplet. so. So. Wie machen wir denn jetzt hier? Der Plan ist folgender. Hör mal. Ich will natürlich garantieren können, dass der jetzt hier auch stirbt, der Freund, ne? Deswegen müssen wir jetzt leider noch einen King rausholen. Ach halt, ich kann mit meinem Unizombie gar nicht angreifen, merke ich gerade. Ja gut, das ist jetzt so eine Sache, nicht? Nöch. Wie machen wir denn jetzt hier? Ich glaube, Lethal kriegen wir nicht. Oder doch? Moment mal. Unless. Ja, wir kriegen Lethal. Es tut mir so leid, mein Freund. Es tut mir so leid. I'm doing you so dirty here. I'm doing you so dirty. Oh mein Gott. I'm so sorry. Sorry, not sorry, aber it's time to die. It is time to get absolutely demolished. Ich weiß nur nicht, ob ich angreifen darf. Ich glaube, ich darf aber angreifen. Ich darf nicht angreifen. Ich darf durch Threatening Roar durch nicht angreifen. Okay, ich hätte jetzt erwartet. Oh, ich habe vergessen, Droppen zu setzen. Egal. Ich hätte sowas von erwartet. Aber sowas von erwartet, dass ich jetzt angreifen darf. Aber es macht nichts. Das wird schon. Das wird schon, meine lieben Leute. Ich hätte Droplet aber setzen sollen. Das werde ich jetzt bitter bereuen. Wahrscheinlich kommt jetzt hier Morphing Jar oder sowas. Oh mein Gott, ich hab's gecallt. Ich kann es nicht fassen. Oh mein Gott. Ich wusste es. Ich wusste es. Okay, egal. Ja. Oh. Oh boy. Ui. Oh, du bist so am Arsch, mein Freund. Du bist so am Ende. Ja, das hier bitte. Und das hier bitte. Und das hier bitte. Und da muss ich alle auswählen? Keine Ahnung. Egal, ich wähle einfach alle aus.
Ja, wieder hier hin. Oh, die werden alle Facedown gespielt. Uff. Uff size large, actually. Actually, uff size large. Aber wenn White Bacon gleich stirbt, ist alles prima. Ist alles paletti. Aha. Aha, ich würde dazu raten, anzugreifen. Du greifst nicht an. Das ist dein letzter Fehler, vermutlich. Aha. Aha. Okay, let's see here. Twin Twister. So. Wie spielen wir das jetzt? Wir fangen an damit, dass wir nicht unseren King revealen, weil das ist nicht so schlau. Wir fangen an mit White Baking. Und dann machen wir weiter mit... Wie machen wir das jetzt? Also White Baking muss schon mal in den Graveyard. Das ist schon mal klar. Ja, also so weit sind wir schon. Das ist ja doch noch ein bisschen schwieriger, als ich gedacht hätte. Linkuribo. Linkuribo? Oh, wieso denken ist schwer? Wieso ist denken so schwer? Wir denken uns ziemlich durch. White Baking hit in the Grave. White Baking in the Grave. White Baking into Grave. Haben wir noch einen Prince? Wir haben keinen Prince mehr, aber. Ja, ist ja schlecht, aber. Das ist gar nicht mehr so schlecht, glaube ich. Wisst ihr, meine lieben Leute, ich glaube, damit können wir leben. Wir brauchen erstmal ein bisschen Graveyard-Material. Wir brauchen nämlich ein bisschen Attack-Power hier. Deswegen würde ich gerade sagen, wir fangen mal an mit... Wo ist denn diese eine Karte? Cannot be destroyed by battle. Ist die jetzt hier nirgendwo? Wieso ist denn hier nirgendwo immer? Ich weiß nicht, wie man die summoned. Ich habe die nämlich, glaube ich, noch nie beschwört. Aber die würde ich dann beschwören wollen. Die ist da doch, oder? Ah, ist Linked Card. Oh, Card Effects. Oh, das ist nicht bei Battle. Okay, wir nehmen einfach Avenred Savior. Whatever, das ist mir relativ wurscht. Alles erzählt ist, dass White Bacon jetzt in den Graveyard wandert. Du kommst jetzt da, mein Freund. Du kannst auch gerne jetzt von irgendeiner Schrottkarte zerstört werden. Das ist mir relativ wurscht. So, wir ziehen jetzt bitte folgende Karten. Wir brauchen eine Lady. Und da ich... Will ich einen King dumpen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir dumpen einfach eine White Princess. Und dann passt das. Dann passt das schon. So. So, wir benötigen bitte einmal... Brauche ich Droplet? Ich glaube, wir brauchen Droplet nicht so zwingend, ne? Nee, hör mal. Droplet ist jetzt... Da sehen wir uns jetzt nicht so beim Forbidden Droplet. Wir sehen uns jetzt eher bei Zerstörung von seiner Backrow, weil die ist mir ein bisschen zu Dorn im Auge. Was soll das für Karten? Mage Power, ja, natürlich. Ein absolut degeneriertes Degenerate Deck. Man kennt's. So, mein Freund. Wobei mein Deck ist auch überhaupt nicht degeneriert mehr. Mit 7000 Attika ist King of Skull Summons. Unizombie, da sehen wir uns doch immer. Da sehen wir uns doch. So, und wir dumpen jetzt nochmal eine Karte, weil wir wollen ein bisschen mehr Attack Power, ja? So sieht's aus. Ja. Da sehen wir uns doch. Wir nehmen dich. Ne, wir nehmen dich. Du musst eh nicht angreifen. Und wir senden jetzt nochmal wieder eine Schnitte. Was haben wir denn zum Special Summon hier? Ja, White Princess, ne? Da sehen wir uns doch. Sehen wir uns da? Moment mal. Da sehen wir uns, glaube ich, gar nicht, tatsächlich. Aber ich hätte doch einen King dumpen sollen. Aber so weit habe ich gar nicht gedacht. Aber so weit habe ich gerade nicht gedacht mit meinem großen Big Brain hier. Discard heißt von der Hand. Das ist schlecht. Wir nehmen trotzdem die White Princess. Als Life Insurance einfach. Ich glaube, wir können Effekt 20 aktivieren. Ne, können wir nicht. Aber es macht nichts. Wir nehmen die White Princess nämlich jetzt mit. Auf ein großartiges Abenteuer. So, das passt soweit. So. Wir fangen an mit Avenred Savior. Warum nicht? Was haben wir da schön, mein Freund? Ach, Morphing Jar. Ist es nicht schön? Ist das ein Mildeck? Runnt irgendwie ein Mildeck gegen mich und will mich zu Tode millen? Ja, das ist mir relativ egal. Warte mal. Vielen Dank für die Karten. Das freut uns alle sehr. Ja, machen wir mal weiter hier. Ich glaube, der will mich zu Tode millen. Wir haben Cold Buy auf der Hand. Ah, Morphin Jar ist von nicht gestorben. Das ist nervig. Das ist jetzt schlecht, Thomas. Das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt tatsächlich relativ schlecht. Ich kann es nicht fassen. Als ob ich gegen dieses degenerierte Mildeck jetzt verliere. Das glaube ich jetzt nicht. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Es ist aber möglich. Ja? Es ist durchaus möglich. Wir nehmen einmal alle Bilder zum Mitnehmen.
Vielen Dank. Im McDonald's-Schwammenü. Ja, einmal zum Mitnehmen im McDonald's-Schwammenü. Ich merke gerade, das eventuell Missplay, weil wir dadurch gleich kein King-Special sammeln können. Aber wir haben es Cold Bite, das heißt, er kann sein lustigen Spielchen gleich nicht nochmal spielen. Also Cold Bite ist es live auf seine Morphing da. Immerhin. Ist aber gerade weit going, was? So, also wenn ich gleich einen King irgendwie aufs Feld kriege und er kein Monster aufs Feld kriegt, ist gleich hier Polen offen. Und selbst wenn ich das, ich habe White Princess, also ist alles gut. Wenn das alles ist, was er jetzt tut, hat er gerade verloren. Aha. Ist das alles oder kommt dann was? Okay. Ja. Ja. Aha. Dein Morphing Jar geht gleich instant in die Bench Zone, mein Freund. Ich glaube, das muss ich leider denyen, weil ich vermute mal, er hat keinen Play mehr sonst. Nee, das lassen wir mal sein. Das lassen wir mal sein, mein Freund. Das lassen wir mal schön sein. Das lassen wir mal direkt richtig schön sein, nochmal. Nee. So aber nicht, hier mal. So aber nicht. Nee. So, wenn du jetzt kein Monster auf der Hand hast, mein Freund. Und das sieht mir sehr danach aus, dann hast du gerade eben verloren. Mehr oder weniger. Habe ich Liefel? Ah, ich habe zweimal White Princess, dann habe ich Safe Liefel. Okay, sehr gut. Nein, der Monster, ach komm. Das ist doch wieder ein Witz. Ash Blossom. Ja, das ist natürlich nicht schlecht. Allerdings, ich glaube, mit der Karte hier ist Ash Blossom nutzlos. So, der Play ist jetzt folgender. Erstmal sagen wir Nein zu deinen shitty Traps und so weiter und so fort hier. Als nächstes sagen wir White Princess. Wieso darf ich White Princess nicht aktivieren? Was? Wieso darf ich den Fact nicht aktivieren? Bin ich jetzt, was? One more missing right now? Ach halt, ich kann einfach, ja, das ist der Move. Wir machen das folgendermaßen. So. Link 2, Evandred, mir egal, irgendwas. Du und du immer. Ihr habt jetzt ganz viel Spaß miteinander im Graveyard oder in Venice Zone, ist mir auch relativ wurscht. Ich brauche einfach nur Platz. Aber ich brauche nur Platz. Wunderbar. So. Bums. Da ist er. Und jetzt gebe ich jetzt hier auf die Fresse. Und ich sag's euch, das ist wieder ein Morphing Jar. Ich rieche es förmlich. Wir haben nicht Liefel, ne? Wie kann es sein, dass wir wieder nicht Liefel haben? Das ist unglaublich. Ja, Morphin Jar, zeig mir, komm. Zeig mir den Boy. Das ist er nicht. Das ist nicht der Boy. Das ist nicht der Boy, mein Freund. Und dann bist du fast tot. Jetzt muss ich nur gleich reinlacken. Muss ich furchtbar reinlacken. Hätte ich Liefel kriegen können? Irgendwie? Nein, ich glaube nicht, oder? Nee, I don't think so. Ah, ich hätte eventuell doch liefern können. Ich habe nicht darauf geachtet, dass ich mit Mothman nicht angreifen kann. Ah, ich hätte Mothman, oder? Hätte ich Mothman linken können? Das ist ein Insektkart, ne, meint. Nee. Was war das gerade? Was? Wie? Wo? DD Patrol Plane. Okay, schön für deinen DD Patrol Plane. Okay. Ja, und jetzt. Wunderbar. Das wird dir so viel bringen, mein Freund. Ich kann es gar nicht fassen, wie viel dir dieses DD Patrol Plane bringt. Ich kann es nicht glauben, dass ich dieses Duell noch nicht gewonnen habe. Ich kann es nicht. Ich werde es noch weniger glauben, wenn ich das Duell gleich verliere. Und es wird passieren. Ich kann es riechen. Ich rieche es vor mich. Oder gibt der gerade auf, ja? Oh. Okay. That's what we're doing now, huh? I see how it is. Bitte Backrow Removal. Rageki. Oh. Ich weiß nicht, wie viel Tuntos ich im Deck habe. Habe ich jetzt gerade verloren? Habe ich noch eine Removal-Karte? Nein. Ja, das ist jetzt so eine Sache, ne? Ich weiß nicht, ob ich Action noch gewinnen kann, wenn er diese miese Kackkarte auf dem Feld hat. Wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt, meine lieben Leute? Wir fangen mal damit an, dass wir eine Karte ziehen. Das ist schon mal potenziell positiv. Das hat es jetzt nicht gebracht, muss ich an der Stelle anmerken. Ja, schön. Es ist sehr nervig, muss ich sagen.
Sehr, sehr nervig. Erstmal machen wir das hier. So, das ist Schritt 1. Schritt 2 ist, wir holen uns noch einen King, weil warum nicht? Und Schritt 3 ist, wir versuchen zu gewinnen, irgendwie. So, das wird nicht klappen. Ja, ich weiß. Ich wollte es nur mal testen, aber pointless. Ist das ein Once per Turn? Leider nicht. Natürlich nicht. Aha. Aha. Wenn die jetzt in Attack Position sind, dann ist er gleich tot. Aber wahrscheinlich nicht. Ich meine, die Karte ist Scapegoat, so probably not. Ja, das ist, was ich mir dachte. Okay. Okay. Okay, ich bin gerade überlegen, ob ich hier eine Stelle einfach einen Cut setze. Oder vielleicht auch schon längst einen Cut gesetzt habe, bis wir jetzt hier die Karte gezogen haben. Oder halt auch vielleicht auch gar nicht mehr ziehen. Was? Wieso kann ich die Karte nicht zerstören? Warte mal ein bisschen right now. Hallo? Was? 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 What am I missing? Was? Hä? Sorry, aber was? Wo ist der Effekt? Wo ist der Effekt, der sagt, oh, du kannst nichts zerstören? Hä? Bin ich jetzt doof? Bin ich jetzt komplett... Ja, das hat es ja gemacht, mein Freund, ne? Merkst du selber. Ich weiß hier gerade nicht, was? Hä? Bin ich jetzt doof oder wieso kann ich sein Monster nicht zerstören? Wo ist der, oh, du kannst dich zerstören, Effekt? Ich meine, das verstehe ich noch, aber... What? Kann mir das bitte in den Kommentaren mal einer erklären, warum ich gerade sein Monster nicht zerstören kann? Das ist jetzt gerade ein bisschen, was? Gozuki, okay. Okay, Gozuki, das bringt mir überhaupt nichts, Gozuki, hör mal. So, auf ein neues. Könnt ihr bitte sterben gehen? Okay, wieso geht's jetzt plötzlich und vorher ging's nicht? Ich bin auch nur ein ganz klein bisschen verfehlt gerade. Nur ein ganz klein bisschen, was? Also. Ja, ich habe noch 6 Karten im Deck. Ah, ich habe noch 6 Karten im Deck. Immer, dann dauert es nicht mehr lange. Dann dauert es entweder nicht mehr lange, bis ich deckoute oder bis ich halt die Out-Karte ziehe. Sobald ich die richtige Karte gezogen habe, ist der halt sofort geliefert, liebe Freunde. Ob er will oder nicht. Okay. Nö. Da sagen wir mal nö zu. Ich glaube, es passiert, aber jetzt ist es glaube ich nichts, weil Ash Blossom gerade instant in die Bench Zone gegangen ist, oder? War das nicht so? Ah doch, okay, es triggert trotzdem. Excellent. Ich war mir gar nicht sicher, ob Ash überhaupt noch triggert, wenn es in die Bench Zone wandert. Wenn jetzt gleich Gren Majo aufs Feld knallt, ne, dann lache ich mich tot. Was ist nebenbei? Ja, was das ist, wissen wir beide, ne? Also, das hat hier wieder so eine Morphing Jar Karte, das ist mir relativ klar. Ui, das ist natürlich schön, ne? Wie werde ich jetzt mein Feld los, ohne mich selbst komplett zu ruinen hier an der Stelle? Das ist jetzt die Quizfrage, die sich mir anstellt. Und die Antwort lautet, ich glaube gar nicht. Ich glaube, oh doch, doch, ich weiß genau wie. Ja, komm, zeig mir den Verwandlungskrug. Das kann doch nicht sein. Wieso kein Verwandlungskrug? Komm, mein Freund. Du weißt genau, du möchtest jetzt meine Karten alle hier vom Feld removen und face down. Und mir den Verwandlungskrug zeigen, mein Freund. Wenn der Morphing Jar zum Beispiel spielen sollte, dann kann ich ihn Lightning Stormen, tatsächlich. Was natürlich sehr nice wäre, aber das wird er nicht mehr tun. Ist Morphing Jar nicht irgendwie auf 1 gelimitet oder so? Wie viel Morphing Jar 2 davon haben? Ich glaube nur einen. Ein oder zwei. Unlimited? Warte, was? Ist Morphing Jar 2 unlimited? Weil wenn die Karte unlimited ist, dann besteht noch Hoffnung, dass mein Gegner dumm genug ist, mich gewinnen zu lassen. Ohne es selber zu wissen. Wir setzen die Karte mal, bevor er mir irgendwie die Karte handrippt mit einer Morphing Jar 1. Das hätte ich eigentlich gerade schon machen sollen, aber da habe ich gerade gar nicht, dran gedacht. So, noch 5 Karten, mein Freund. Okay. Twin Twister. Uni-Zombie, okay. Okay. Weg damit. Und dann geht's hier weiter mit dem nächsten Zug.
Ja, du als Ziel ist hier natürlich ein bisschen wie so ein ausgelutschter Kaugummi, ne? Na komm, na komm. Wir wissen beide, du möchtest gerne den Verwandlungsdruck setzen. Wir wissen uns beide, wir wollen es beide und deswegen tust du das auch einfach. Komm, da war jetzt der Verwandlungskrug und den setzt du jetzt. Verwandlungskrug 2. Schade. Okay, aber das musst du natürlich nicht tun. Ne? Ich kann auch einfach Maxi ziehen und das bringt mir dann gar nichts. Das geht natürlich auch. Das ist gar kein Ding. Wenigstens quält er mich jetzt nicht und spielt noch 30 Karten pro Zug und kombot hier 10 Minuten lang rum jeden Zug und passt einfach mal seinen Turn und lässt mich meine letzten drei Karten ziehen. Einfach wirklich schnell. Finde ich sehr lieb von ihm. Gegen den Verwandlungskrug hätte ich trotzdem nichts einzuwenden. Das ist leider nutzlos. Ich habe leider auch keine Piercing-Karte, glaube ich, mal weg. Das ist das nächste Problem. Kann ich jemand reborn? Nee. Nee, also da ist gerade einfach nichts drin. Weil ich. Ja, Discard, okay. Wir discarden irgendwas, keine Ahnung, es meldet wurscht. Ein Unizombie, den blitzrigen Supi-Dupi-Unizombie. Ich kann es nicht fassen. Ich kann es wirklich nicht fassen, dass ich gegen dieses Schwachsinn-Stack gerade verliere. Das ist so schwach, dieses Stack. Es ist so schwach. Es ist so unfassbar schwach. Und ich verliere gegen dieses. Dieses Schrottdeck, es ist unglaublich. Ja, damit würde ich es suiciden. Damit würde ich es suiciden. Darf ich glaube ich auch gar nicht spielen. Ich kann jetzt nur hoffen, dass die letzte Karte Printhuster ist. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, ich habe nur eine Kopie davon im Deck und die haben wir halt schon gespielt. Und Femmer, das hat er auch schon rausgedammt und generell a bad time for everybody involved hier gerade. Ja, der bringt's natürlich jetzt, der King. Kann ich noch suiciden? Ah, ich habe keine Karten mehr, die ich ziehen kann. Right. Right, ja, ich kann nicht suiciden. Okay, cool. Ja, so. Okay, mein Freund. Well played, anscheinend. Ich weiß nicht, wie ich dieses Duell hier gerade verlieren konnte, aber wir haben dieses Duell anscheinend gegen dieses schwachen Stakeout-Deck verloren. Das ist halt wirklich ein starkes. Der freut sich wahrscheinlich gerade ein Aster. Props an ihn, dass er es irgendwie geschafft hat, dieses Duell zu gewinnen. Props an ihn. Ich freue mich für ihn. Muss ich an dieser Stelle. Ja, okay. Beende einfach den Zug. Props an ihn. Ich freue mich für ihn, ja. Wenn er jetzt suicide, das wäre so funny. Nein, oder das tust du jetzt nicht wirklich. Oh, Direct Attack, okay. Ich dachte schon. Es wäre so lustig gewesen, wenn er jetzt suicide hätte, wo du sagst, ja komm, ich schenk's dir. Aber ich gönn's ihm. Ich gönn's ihm. Mit dem Deck wird er nicht viel Duelle gewinnen. Ich gönn's ihm absolut. Ich find's natürlich absolut ridiculous, aber ich gönn's ihm. Vor allem hätte er auch nur so ein Bronze Portrait Frame. Er war wahrscheinlich noch nicht Beyond Silver. Ich gönne es ihm absolut und dann würde ich sagen, wäre es das für das heutige Video. Es ist verdammt lang geworden. Ich wollte eigentlich nur ein ganz schnelles Video aufnehmen, weil es schon extrem spät ist, aber gut. Deswegen auch keine lange Abmoderation hier an der Stelle. Ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Lasst mir lieben gerne ein Abo da, falls es dem so ist. Ich werde jetzt gleich off-camera wahrscheinlich noch schnell ein Duell schnell durchballern, um dann hier einfach nur schnell einfach den Moki Moki nicht zu verpassen. Und ja, das wäre es dann für das heutige Video. Ich hoffe, wie bereits gesagt, es hat euch gut gefallen. Lasst mir lieben gerne ein Abo da, falls es dem so sein sollte. Das wäre es für mich für das heutige Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.